Das ist der Plaisir Blanc. Warum solltet ihr diesen Wein trinken? Weil er ein exemplarischer Vertreter seiner Region ist, weil er sehr, sehr gut gemacht ist, vor allen Dingen gemacht wie ein weißer Chateauneuf, ohne dass ihr das Geld dafür auf den Tisch legen müsst. Und als drittes, weil er sich wahnsinnig gut einsetzen lässt mit Essen. Er bietet eine unglaublich große Kombinierbarkeit mit Speisen und letztendlich ist das auch alles zusammengefasst auf dem Etikett. Plaisir Blanc. Wir haben grundsätzlich viele Möglichkeiten hier. Plaisir Blanc. Ich glaube, der Name sagt halt schon viel darüber aus, was man sich dabei gedacht hat. Also Didier, der in Verantwortung ist beim Weingut Roger Sabon, der den Wein gemacht hat, hatte sicherlich hier auch die Idee, einen Wein zu machen, den man sofort auch trinken kann, den man auch in Gesellschaft trinkt. Also wenn man so zu dritt, zu viert einfach so eine Flasche aufmacht. Es macht einfach Spaß, man trinkt das gerne, aber, und das darf man hier bei diesem Wein auch nicht vergessen, man kann ihn halt hervorragend mit Essen kombinieren, mit allem Möglichen. Und da zeigt sich halt auch wieder so die Stärke des Weinguts, die Stärke dieses Weins, weil wir haben ja jetzt schon gelernt, je komplexer der Wein, desto größer auch die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, was Essen angeht. Und auch hier sind wir total frei. Also ob wir von einem einfachen Stück Rotschmierkäse mit ein bisschen Baguette dazu irgendwie starten, bis komplett überbordend werden. Wir können irgendwie, ich kann mir das sehr gut natürlich mit einem Fisch vorstellen, aber das funktioniert auch super, wenn ihr irgendwie ein gezupftes Eisbein zum Beispiel dazu serviert. Das ist einfach auch eine tolle Möglichkeit damit. Wir beginnen wie immer zuerst mit der Farbe. Da sieht man hier schon, das Gelb, was wir hier im Glas haben, ist durchaus kräftiger. Das können wir natürlich ganz klar mit den Rebsorten und auch vor allen Dingen mit der Region in Verbindung bringen. Wir sind hier an der südlichen Rhone. Der südlichen Rhone sind wir hier, so rum. Und die Rebsorten Grenache Blanc, Roussan, Claret und Viognier, die bringen einfach auch mehr Farbintensität mit. Riechen wir mal rein. Auffällig ist zuerst ganz starke Noten von weißen Blüten. Das ist der Viognier, den wir hier auch raus riechen können sofort. Das ist toll auch für euch, so wenn ihr das trinkt, dass man das in diesem Fall in dieser Cuvée wirklich so aufschlüsseln kann. Dann haben wir ganz klar sowas Sahne-Karamelliges, eben starker Hefekontakt, malolaktische Gärung. Das ist sehr, sehr typisch für die südliche Rhone. Und dahinter ist sowas Phenoliges. So, jetzt fragt ihr euch, was ist Phenolik, was meint er damit? Das ist ein Geruch, den wir zunächst einmal negativ assoziieren, erstmal, weil wir das von medizinischen Produkten kennen. Das ist aber in diesem Fall überhaupt nichts Schlechtes, weil es sehr, sehr gut eingebunden wird. Phenolik ist nur dann schlecht im Wein, wenn der Wein schlecht gemacht ist, beziehungsweise während der Gärung irgendwas schiefgegangen ist und die Phenolik einfach sehr, sehr dominant ist. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Weil es kommt erst hinter diesem Sahne-Karamell und das ist eigentlich etwas, was uns neugierig macht auf den Wein, was uns da nochmal reinriechen lässt, so, was uns sozusagen die Frage aufwirft, was ist das, wo kommt das her? Und das können wir auch ganz klar benennen. Polyphenole finden wir natürlich in allen Weinen, in Rotwein mehr als in Weißwein, aber die deuten immer darauf hin, dass ein Schalenkontakt stattgefunden hat. Also können wir immer sagen, wenn Phenolik im Spiel ist, dann hat sich jemand auf jeden Fall Zeit genommen, diesen Wein zu machen. So, was ja in diesem Fall noch besonders bedeutsam ist, weil wir ja hier über eine weiße Basis reden. So, das ist ja jetzt hier kein Top-Cru, wo wir 80 Euro oder mehr auf den Tisch legen müssen, um die Flasche zu bekommen. Und ja, also je länger wir jetzt reinriechen, desto mehr kommt eben dann auch dazu. Dann kommt so ein bisschen Vanille und Leder und sowas dazu. Und das deutet dann eben noch mehr auf diesen Ausbau hin. Schalenkontakt, großes Holz, viel Hefekontakt. So, probieren wir das Ganze mal und gucken mal, ob wir das auch am Gaumen so wiederfinden. Absolut. Also genau das, was wir riechen, schmecken wir auch. Deswegen Plaisir, so, reines Vergnügen. Wir haben
dieses Weißblütige. Wir haben dieses Sahnekaramell, was dem Wein eine total tolle Seidigkeit und Eleganz gibt, ohne halt in so eine Breite reinzugehen, die extrem langweilig wirken würde, wie man das vielleicht manchmal aus schlecht gemachten, überholzten Chardonnays aus Übersee kennt. Sondern das hat hier gleichzeitig noch eine Säure, die das Ganze trägt, Trinkfluss reingibt. Und dahinter kommt dann eben wieder diese Phenolik, die dem Wein halt auch so ein Biss sozusagen mitgibt. Weil es ist so ein bisschen so, als ob man erahnen kann, dass man auf diesen Traumschalen rumkaut. Was den Wein natürlich super interessant macht und auch Lust auf den nächsten Schluck macht und den nächsten und uns auch so ein bisschen gucken lässt, so wie funktioniert das, wie setze ich das ein. Wie ist der Wein gemacht? Der Wein kommt aus Châteauneuf-du-Pape, das liegt an der südlichen Rhone, ist ein Ort, der euch vielleicht ein Begriff ist, so mit einer der bekanntesten südfranzösischen Orte für große Weine. Das Weingut, von dem er kommt, heißt Domaine Roger Sabon. Verantwortlich dort für die Weinbereitung ist Didier. Und wie hat Didier den gemacht? Im Grunde, und das ist ja auch das Besondere, wo ich im Eingang schon drauf eingegangen bin, ist das hier ein kleiner Châteauneuf. So. Die Rebsorten Cuvée ist Grenache Blanc, Roussan, Claret und Viognier. Und da kommen wir nämlich schon gleich zu dem Punkt, warum steht Vin de France auf der Flasche, nicht Châteauneuf AOP. Zum einen Trauben, die außerhalb von Châteauneuf wachsen und gelesen wurden natürlich auch. Und zum anderen ist in dieser Cuvée Viognier drin. Das ist eine Rebsorte, die in Châteauneuf nicht zugelassen ist. So. Trotzdem, und das ist eben genau das Besondere und das Spannende und Interessante an diesem Wein, ist er genau gemacht wie ein Châteauneuf. Also wir haben Ertragsreduzierung im Weinberg, komplette Handlese. Selbst die Fässer wurden teilweise die gleichen benutzt, weil ihr wisst ja, wenn Fässer nicht benutzt werden, können die austrocknen. Deswegen muss man immer dafür sorgen, sie mit Wasser oder im besten Fall mit Wein zu füllen. Und genau das macht die Idee eben auch, wenn der Jahrgang nicht die entsprechenden Mengen hergibt, dann werden die leeren Fässer, die eigentlich für den Renaissance, den großen weißen Châteauneuf, benutzt werden, die werden dann mit Plaisir Blanc aufgefüllt. Das heißt, was ihr hier im Glas habt, habe ich ja schon eingangs erwähnt, ist eigentlich ein kleiner Châteauneuf. So, und das vielleicht nochmal so als Hinweis, als Giveaway für euch. So, das ist wirklich was Tolles, was ihr hier habt. Ich werde mir das jetzt hier noch ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Ich finde es toll, dass ihr euch für diesen Wein entschieden habt und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis bald. Ciao.